Das ist keine Mine. Das ist ein Grab. Weiter geht's mit Folge 12 von 5 Minuten Der Herr der Ringe, in dem der erste Teil der Trilogie chronologisch in 5-Minuten-Abschnitte geteilt wird, um diesen dann auf Lore-Hintergründe, Filmfehler, spannende Details und kuriose Fakten zu prüfen. Diese Folge analysiert dabei Minute 55 bis Minute 60. Wenn ihr also keine weiteren Videos verpassen wollt, abonniert diesen Kanal sehr gern für mehr. Los geht's! Starten wir mit unseren 4 Hobbits, die sich fliehend vor den Nazgul durch die Wälder des Auenlands schlagen. Scheinbar wissen jedoch nur 3 der 4 Freunde, wie tödlich die schwarzen Reiter wirklich sind. Was ist denn bloß los? Merry führt die Gruppe nun zur Bockenburger Fähre, wo Frodo, Sam und Pippin im Buch eigentlich erst auf dem Brandybock treffen. Da Merry jedoch aus dieser Ecke des Auenlandes stammt, setzt Peter Jackson ihn hier clevererweise als Anführer der Gruppe ein, um den Nazgul nicht in die Hände zu fallen und lebend über den Brandywein zu kommen. Dieser Fluss markiert dabei unter anderem das Grenzgewässer zwischen dem Auenland und dem Breeland. Und noch ein kleiner Funfact dazu, der Brandywein hat auf die auenländische Geschichte einen großen Einfluss, denn das Jahr, in dem der Brandywein zum ersten Mal von einem Hobbit überquert wurde, war das Jahr 0 und somit der Beginn der auenländischen Zeitrechnung. In der nächsten Szene erreichen die Hobbits hier bereits das Westtor von Bre. Peter Jackson lässt somit aufgrund des Filmpacings einen großen Teil der eigentlichen Tolkien-Geschichte weg, um genau zu sein 3 volle Kapitel, um einerseits den Film nicht zu langatmig zu machen und andererseits war der Cast ohnehin schon groß genug und man entschloss sich dazu, einige Figuren zu übergehen. Denn eigentlich geht es für die 4 Halblinge nach ihrer Flussüberfahrt sofort in Frodos neues Haus in Krickloch, um vor den Nazgul geschützt zu sein. Neben den zukünftigen Gefährten beschreibt Tolkien hier auch einen 5. Hobbit namens Fredegar Bolger. Anstatt am nächsten Morgen mit seinen Freunden weiterzuziehen, bleibt dieser jedoch in Krickloch und wartet dort auf eine mögliche Ankunft Gandalfs. Für die anderen 4 geht es nun in aller Früh zum Alten Wald, der laut Hobbit-Legenden durch die dort lebenden Bäume gefürchtet wird. Schon bald sollten besonders Frodo, Merry und Pippin am eigenen Leib spüren, warum das so ist. Denn hier attackiert sie ein großer alter Weidenbaum und wer weiß, wie dies ausgegangen wäre, ohne das Erscheinen von Tom Bombadil. An dieser Stelle lässt das Filmteam leider einen der spannendsten und mysteriösesten Figuren des gesamten Tolkien-Legendariums aus, denn Tom Bombadil ist nicht nur der Hobbitretter vor dem Weidenbaum und später vor einem Grabunhold. Tom Bombadil ist etwas ganz Besonderes in der Tolkien-Welt. Oft wird auch darüber gesprochen, wer er war und woher er kam, und so wirklich kann man das alles eigentlich gar nicht beantworten. Er ist jedoch bekannt als der Älteste und seine Frau Goldbeere beschrieb ihn als den Meister von Wald, Wasser und Berg. Einzigartig ist vor allem, dass er den Ring Saurons aufziehen konnte, ohne unsichtbar zu werden oder irgendeine andere Wirkung zu spüren. Seine große Waffe war dabei besonders sein Gesang, denn dieser vertrieb sämtliche Mächte des Bösen. Nachdem die Hobbits mit Hilfe von Tom Bombadil mehrfach überleben und stattlich in seiner Behausung essen konnten, erreichen sie nun nach vielen Reisestrapazen die Stadt Bre. Hier empfängt sie der Torwächter Heinrich Geißblatt. Hobbits! 4 Hobbits! Ein eher mürrischer Geselle, der jedoch durchaus Interesse für die Angelegenheiten der Halblinge besitzt. Und das hat auch einen Grund, denn was im Film zwar nicht wirklich so erscheint, wird im Buch umso deutlicher. Der Torwächter Heinrich und 2 weitere Bewohner von Bre stecken tatsächlich mit Saruman und den Nazgul unter einer Decke und beobachten daher ganz genau, wer durch die Tore Bres gelangt. Es sind sonderbare Leute unterwegs. Da kann man nicht vorsichtig genug sein. Für die Hobbits und auch für uns geht's nun erst einmal ins Gasthaus zum tänzenden Pony. Also natürlich, nachdem wir Peter Jackson höchstpersönlich einen guten Appetit gewünscht haben. Angekommen im Gasthaus wirkt alles ziemlich groß für die kleinen Hobbits. Das liegt daran, dass in Bre Hobbits und Menschen gemeinsam im Einklang leben, jedoch überwiegt die Zahl der menschlichen Bewohner. In dieser Szene sehen wir übrigens das Gästebuch des Hauses und der Tresen sieht ziemlich kahl aus. Einen Shot später befinden sich jedoch Federn und Tinte auf und neben dem Buch. Entschuldigung bitte.
Guten Abend, meine kleinen Herren. Begrüßt werden die kleinen Herren von Gerstenmann Butterblume, dem Wirt des Gasthauses. Und während des Gespräches zwischen Wirt und Hobbits durchkreuzt hier ein riesiger Mann die Halblinge. Dieser und alle anderen Menschen im tänzelnden Pony mussten natürlich größentechnisch angepasst werden. Und so nutzte man allerhand Stelzen sowie Hände und Kleidung in deutlicher Übergröße, um die vier Schauspieler in Hobbitgröße erscheinen zu lassen. Gandalf? Gandalf! Diese Szene beschreibt dabei den Wirt ziemlich passend, denn laut Tolkien ist Butterblume ein überaus netter Mann, der jedoch ein schlechtes Gedächtnis besitzt. So vergisst er nicht nur Freunde und Bekannte, sondern auch einen Brief von Gandalf für Frodo, den der Wirt dem Hobbit zu diesem Zeitpunkt bereits vor 3 Monaten hätte weiterleiten sollen. Er vergaß dies jedoch. Der Brief sollte dabei Frodo warnen, einen gewissen Streicher erwähnen und ihn drängen, schon im Juli aufzubrechen. Was sollen wir denn jetzt tun? Frodo, Sam, Merry und Pippin sind nun also ohne Gandalf im Gasthaus und müssen dies bei einem Bier erst einmal verdauen. Und hier erreichen wir ebenfalls die 60-Minuten-Grenze. Das bedeutet, jetzt seid ihr dran, Freunde. Wie findet ihr diesen Filmabschnitt und welche Details habt ihr dazu noch auf Lager? Schreibt es mir in die Kommentare, lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen und den Kanal unterstützen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bye, bye.